Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi, das bin ich. Ich bin immer bei der coolen Feuerwehr in Jagel. So, und bei der Fahrzeugvorstellung hinter mir, habt das Fahrzeug gesehen, habe ich zwei Arten von Sägen gesehen. Eine Rettungssäge, dies, das Säge. Ich frage mal einen Profi, der sich damit auskennt, und zwar den Marc. Marc, grüß dich. Hallo Willi. Na, du bist hier der Gruppenführer, habe ich gehört. Und genau, das bin ich, richtig. Und wir haben zwei verschiedene Sägen gesehen. Kannst du mir mal den Unterschied erklären zwischen den Sägen, was ihr hier so habt? Grundsätzlich sind es beides zwei ganz normale Motorsägen. Interessanter wird es bei den jeweiligen Ketten. Also das ist die Standard-Motorsäge. Wir haben eine 260er von Stihl, klein handlich. Damit kann man bei Baumfällarbeiten sehr gut arbeiten. Sie ist nicht zu schwer, gerade wenn man ein bisschen länger damit arbeiten muss. Das zweite Modell ist die Stihl MS461, ist schon eine Nummer kräftiger und die haben wir umgebaut zu einer Rettungssäge, lässt sich mit relativ wenigen Handgriffen auch wieder zurückrüsten. Der große Vorteil ist die spezielle Kette, die wir drauf haben. Damit kann ich also nicht nur Bäume fällen, sondern damit kann ich vor allen Dingen nicht durch Garagentore, Hallen, Metallwände arbeiten, also logischerweise dünne Metallwände, Blechwände. Und wie man schon sehen kann, ist hier ein Schnitttiefenbegrenzer dran. Pfiffige Sache, wenn ich zum Beispiel mit einer Wärmebildkamera eine Hitzequelle festgestellt habe, kann ich das Dach an der Position öffnen. Und damit ich eben nur die Dachhaut öffne und nicht tragende Holzelemente durchtrenne, kann ich die Schnitttiefe hier mit einstellen und begrenzen. Anderes Szenario wäre ein Feuer in einer Halle, in einer Scheune. Ich stelle von draußen mit der Wärmebildkamera den Hitzeort fest. Und damit ich mich nicht durch die ganze Halle arbeiten muss, kann ich mit Hilfe dieser Säge zum Beispiel von außen an der entscheidenden Stelle einen Zugang schaffen und die Brandbekämpfung vornehmen. Unheimlich laut das Gerät und die Kette ist mit unseren Mitteln nicht zu schärfen, kostet auch ein bisschen mehr. Aber der Vorteil im Einsatz ist einfach grandios. Damit kann man wirklich viel anstellen und hilft wirklich sehr gut. Jawohl, die kam ja sofort. Kettenstopp. Ja. Gut. Also ganz normale, klassische Fichtenmoppe. So sieht's aus. Okay. Läuft aber gut. Aber schön handlich, ne? Schnurrbart. Und das ist der springende Punkt. Ja. Sehr handlich, kompakt. Da kann man also auch länger mit arbeiten. Wir haben zum Beispiel auch so einen etwas größeren Koffer. Ich meine, du gehst ja nicht in den Wald damit. Du meistens hast ja nur eine Einsatzstelle. Aber das ist natürlich echt ein Klassiker und schön handlich. Okay. Also nach so einer Sturmnacht, wo du ein paar Stunden unterwegs bist, bist du dankbar, wenn sie wirklich klein, kompakt ist und genug Kraft hat sie schon. Okay, aber die ist ja jetzt schon ein bisschen schwerer. Ja, das ist schon eine andere Baustelle, ja. Anderes Kaliber. Wie gesagt, mit einer normalen Kette, ganz normale Motorsäge. Ja, man hört aber schon, dass sie scheppert ein bisschen, ne? Ja. Hört man mal auf. Der Gerätewart guckt wahrscheinlich, ey, die lässt man kalt laufen. Aber ich weiß nicht, ob das im Video jetzt mal gehört hat. Nimm sie mal in die Hand, du merkst, sie ist auch kopflastiger, ne? Die ist vorne durch das Gewicht. Ja. Durch diesen Schutz ist sie schon ein bisschen schwerer vorne. Genau, also man hört schon, dass sie mehr scheppert, aber dann natürlich wahrscheinlich ein bisschen mehr Leistung, das Ding, ne? Eindeutig. Und geht echt, also wenn man so echt auspendelt, die geht echt vorne runter, ne? Also das merkt man schon ganz deutlich. Das geht relativ leicht, also hier in die Richtung nicht. Ja, aber schon. Also einsatztaktisch ein großer Vorteil. Genau, nur dass ihr mal gesehen habt, den Unterschied, dass man halt die Eintauchtiefe festlegen kann und dann hat man richtig schönen Anschlag, wo man gegen arbeiten kann. Perfekt. Marc, erstmal ganz lieben Dank, lass sie mal, gefällt mir da. Super, einfache Erklärung, Praktika, merkt man sofort. Vielen Dank, wie gesagt, und auch kleiner Tipp. Wenn man tanken muss, diese Kanister habt ihr wahrscheinlich auch alle mit diesen Schnelleinfüllstutzen, ne, dass man sozusagen relativ einfach tanken kann. Ne? Immer mit dem Öl nicht sparsam sein. Ne? Ja gut, okay. Klasse, vielen Dank. Das man gefällt mir da. Gerne. Kettenstopp. Nee, Kettenstopp.
Secondhand-Shop. Ach so, okay. Normal ist, wenn die einmal kommt, also ich weiß nicht, wie ihr das macht, dann machen wir die Schok raus und dann normal ohne Schok laufen. Sonst säuft sie nämlich ab wie eben. Jo, Meister,